Ja, ist ein bisschen beschädigt, das Ganze hier, würde ich mal sagen. Ach, hier sind wieder die fetten Viecher gekommen, deswegen. Okay, ich repariere mal. Da hinten sind auch ein paar Türme beschädigt, die machen wir nochmal eben. Und dann, ja, gucken wir mal, was drüben die Produktion sagt. Irgendwann müsste sich das ja mal einpendeln mit dem Verbrauch und keine Ahnung was. Da links ist eine richtig fette Siedlung. Naja, egal. Ja, Forschungsgeschwindigkeit geht. Ja, Effizienz wird ja gerade geforscht, das sollte also passen. Weil, ach so, wir haben ja noch 6 Labore. Huch. Na, das wird interessant. Und guten Abend, Jason. Willkommen zum Stream. Ja, er kommt so langsam hier mit dem grünen Zeug. Hier hinten kommt dummerweise nicht mehr viel an. Aber die verbrauchen hier anscheinend auch nicht so viele intelligente Arme, das geht schon. Scheint überschaubar zu sein. Grün ist genügend da. Rot anscheinend auch. Ja gut, blau. War mir klar. Es war absolut klar, dass das nicht reicht. Aber das macht nichts. Kann das sein, dass da nicht genug Eisen rankommt? Wobei, das kriegen wir hin. Moment, ich muss mal irgendwas machen. Naja, eigentlich ist ja genug. Problem ist nur, dass hier Stau ist, weil hier, ich glaube, 2 Öfen fehlen. Warte mal, der ist fertig. Das heißt, gleich fehlen keine 2 Öfen mehr. Sehr cool. Dann hätten wir den Stau ja im Prinzip schon mal behoben. Würde ich jetzt mal so sagen. Haben wir noch? Haben wir noch? Ja, Lichtbogenöfen. Läuft. Wir haben nur keine Upgrades. Das ist ein bisschen ärgerlich. So, immer rein damit. Und ausgangstechnisch nehmen wir natürlich die Kollegen. Wie gehabt. Und weil einer so langsam ist, nehmen wir 2. Kann ich eigentlich die Dinger so in der Hand craften, die Upgrades? Ja, ne? Wir brauchen nur Kupfer dafür. Also 4 Stück würde ich ganz gerne schon machen jetzt. 4, sagte ich. Ach so, jetzt fehlt Eisen. Und Nummer 4. Ja, dann kann der das schon mal bauen. Weil, wie gesagt, diese Öfen sollten schon mit Upgrades ausgestattet sein. Und ich denke mal, spätestens dann wird sich der Stau hier lösen. Wobei der löst sich, glaube ich, jetzt schon so ein bisschen. Ne? Mal gucken. Ach, hier sind noch welche. Aha. Zack. Und eins noch. Den Rest werden wir aber auf jeden Fall auch los, nämlich oben für die Verarbeitung. Aber ein so ein Ding sollte da jetzt eigentlich noch drinnen landen. Ja, wird weniger. Sehr cool. Ich lasse ihn mal craften. Gut, Kupfer blockiert gerade wieder alles. War ja klar. Typisch Kupfer. Das blockiert mir ehrlich gesagt sogar zu viel. Wir müssen mal mehr Kupfer verbrauchen. Oder. Wir machen hier mal eben eine Kiste hin. Ich hab doch noch. Nee, hatten wir nicht. Oder? Nee. Ich hatte keine intelligenten Kisten mehr. Krass. Ach so, das dauert ja erstmal noch. Aber wir haben, glaube ich, ein Upgrade gleich fertig. Das heißt, wir können den einen Ofen nochmal eben ein bisschen anheizen. Ja, läuft. Eisen wird auf jeden Fall jetzt so verarbeitet, wie ich mir das gedacht hatte. Nämlich schön zügig. Ja. Was wir auch wieder anschließen müssten, wäre zum Beispiel Kohle. Ne? Kann das sein? Warte mal, ich guck mal eben. Ist hier nämlich schon fast verbraucht. Krass.
Nun gut. Ja, dann machen wir das mal. Haben wir noch Fließbänder? Ja, so ein paar. Kohle war ganz außen, ne? Ja. Ja, super, hat sich richtig gelohnt. Was war hier nochmal? Achso, hier war das Stahldingen. Stimmt, das geht gerade nicht, weil die noch nicht leer sind. Egal, ist nicht so schlimm. Wir müssen jetzt nur mal gucken, dass wir hier die Kohle ranbekommen. Oh, der ist fertig. Oder? Jo, Tatsache. Krass. Ja, wir müssen jetzt mit dem Kohlegedöns eigentlich nur eben hier unter durch. Brückentechnisch geht das, glaube ich, so ganz gut. Ja, da müssen wir längs kommen. Zack, zack. Hier nochmal und dann nochmal unter das Kupfer und dadurch. Na komm. Lol, der macht das ja sogar. Aber so war das nicht geplant. Nee, nee, nee. Der sollte schon beide Hälften nutzen. Genau. Ja, Kohle läuft wieder. Perfekt. Wie so eine schwarze Wurst hier. Ja, nice. Ey, wie viel wir hier jetzt schon haben, ne? Schon heftig. Ach so, hier war, glaube ich, das Ziegelsteinförderband, ne? Oder? Ja, ich glaube schon. Ja, ja, ja. Gut, dummdi-dumm. Wir bräuchten eigentlich nochmal so ein bisschen mehr Blau. Wir haben ja noch ein paar Upgrades gebaut, hier rein und da rein. Vielleicht kommen die dann ein bisschen schneller aus dem Knick. Grün brauchten wir mehr, genau. Das war die Sache. Zack, hier nochmal einen rein. Einfach dauerhaft am Kreisen, die Dinger. Vielleicht kriegen wir das auch so hin. Dann brauchen wir aber mehr Kabel gleich, glaube ich. Ja, ich glaube, das macht ein bisschen was aus. Kann das sein? Ich denke schon. Wir kriegen halt nicht genügend Kabel ran. Wobei, doch, geht eigentlich. Die kommen genau passend an. Cool. Das ist krass, ne? Wie viele Sachen hier jetzt schon verbraucht werden. Nur Kupfer. Kupfer ist echt so ein Ding, das will einfach gar nicht. Aber der Rest geht eigentlich ganz gut. Eisen geht gut weg. Alter. Vor allem hier gerade. Ach so, ich wollte doch die ganze Zeit was machen, ne? Ja. Wir könnten nämlich mal den Iron Train losschicken. Also unseren Eisenzug. Ah. Da ist Stahl gleich voll. Interessant. Nee, können wir nicht losschicken, weil Kupfer alles blockiert. Stimmt, da war ja was. Na gut, dann machen wir weiter mit dem Lager. Hier haben wir ja noch ein paar Kisten frei und Kupfer wird ja gerade nicht so viel verbraucht. Das heißt, ich knüppel da mal so ein Ding hin, inklusive... Haben wir noch Greifarme? Mist. Warte mal, Eisen fließt ja gerade längs, ne? Ich gönn mir mal was. Aber dann können wir auch gleich zwei Kisten hinstellen. So. Ne, warte mal, das ist falsch. Genau, eine Intellente wollten wir machen. Und dann können wir auch gleich drei machen, weil, genau, dann verschwindet die Kiste aus dem Inventar und wir haben wieder ein Slot mehr Platz. Sehr cool. Jetzt müssten wir nur noch drei Greifarme zusammenbekommen. Ich habe nur zwei. Eins, zwei. Und, hä? Da kommt Nummer drei. Sehr schön. Dann wird wenigstens so nebenbei noch ein bisschen was abgezwackt. Huch. So, dass das Kupfer halt nicht alles verstopft. Das ist ja momentan das Problem.
Ja. Absolut. Aber nice. Kohle läuft. Warte mal. Der ist auch fertig. Aber eigentlich ist er doch... Ach so, das war nur so ein Kupfer. Cool. Dann legen wir das mal eben hier drauf. Und ich kriege wieder ein paar Upgrades zurück. Sehr nice. Ist noch jemand fertig? Nö, ne? Nee. Die sind voll, total überladen hier. Ach, wo ich das gerade sehe. Ja, wenn es schon nicht weitergeht, können wir wenigstens das Lager weiter befüllen. Würde ich jetzt mal so sagen, zumindest. Dasselbe machen wir hier auch. So. Gut, wo packen wir denn nochmal die Upgrades rein? Mal eben gucken. Ich denke hier, der kriegt noch zwei Stück. Und dann legen wir da noch welche rein. Jo. Na, so wenig Kupfer wird gar nicht verarbeitet eigentlich, aber da ist halt so wahnsinnig viel von da. Das ist, glaube ich, eher das Problem. Ja, ich glaube... Ja, jetzt füllt er sich hier auch auf. Sehr schön. Dann hätten wir das. Ja, blau fehlt noch. An sich haben wir von allen Sachen ja genügend. Das heißt, wir könnten hier nochmal so ein Ding hinbauen. Hier so. Ach so, jetzt bräuchte ich wieder, ne, Material so an sich. Macht aber nichts, wir haben hier oben alles da. Kein Problem. Die roten haben wir eigentlich noch genug. Ich baue nochmal einen zur Reserve. Einfach weil ich es kann. So, und du stellst her blaue Fläschchen. Und grabst dir dazu diese Geschichten hier. Warte mal, der ist da. Ja, oh, nee, warte. Hä? So rum. Das heißt, wir müssen hier nochmal eben das Fließband erweitern. Macht ja nichts. Da haben wir die. Geschütztürme brauchen wir gerade nicht. Komm da mal rein. Zack. Dann. Oha, jetzt muss ich wieder überlegen, weil hier war es ja tricky. Wir brauchen Stahl und die Batterien plus den Ausgang. Und der Ausgang war hier rechts, genau. Ach so. Das heißt... Nein. So. Das ist schon mal der Ausgang. Der ist jedenfalls sicher. Haben wir noch? Ja, haben wir noch. Sehr gut. Und hier kommt dann halt auch so ein Ausgangsgreifarm ran. Ist ja klar. Dann kommt hier der Eingang hin und... Warte mal. Das muss weg. Denn hier wird das Ganze wieder gebrückt. So. Einmal noch einen langen Greifarm. So rum. Und schon kann die Kiste auch arbeiten. Habe ich noch Upgrades? Nee, habe ich nicht. Kann ich noch welche bauen? Ja, kann ich. Dann hauen wir da auch noch welche rein. In der Hoffnung, dass es dann funktioniert. Gut, dann haben wir schon mal drei Gebäude, die solche Dinge tun. Kann natürlich sein, dass wir jetzt hier unten die Produktion wieder dementsprechend ein wenig anpassen müssen, aber mal sehen. Auf jeden Fall ist die erste Forschung gleich fertig. Also es kommt schon ein bisschen was zusammen, ist nett. Aber hier haben halt nur die ersten drei Labore, haben nur die blauen zur Verfügung und der Rest chillt. Und da müssen wir was gegen tun. Ah, nice. So, Effizienz haben wir jetzt zum Thema Laserturm-Feuerrate. Das machen wir jetzt erstmal. Wow. Okay. Erstmal werden die Lasertürme komplett aufgerüstet. Weil dann gehen uns die Viecher auch nicht mehr so auf den Sack, glaube ich. Hoffe ich zumindest mal. Dann als nächstes möchte ich heute ganz gerne noch eine Automatisierung bauen für die Upgrades, genau, für die Geschwindigkeitsmodule. Die sind eigentlich nicht so schwer, die brauchen ja nur grün und rot. Sind beides Sachen, die wir hier schon herstellen. Rot tunneln wir hier rüber und grün tunneln wir hier irgendwo rüber. Oder hier. Ne, hier ist blöd, aber hier. Hier geht's.
Ja, und schon können wir loslegen. Alles kein Thema. Läuft. Aber warten wir mal noch kurz. Wir könnten noch gleich mal eine kleine Pause machen. Wir sind jetzt seit, warte mal, knapp 3 Stunden am Stück dabei. Ich habe keine Pause gemacht. Mann, Mann, Mann. Ja, Upgrades werden gerade gebaut. Ich warte noch auf das zweite. Die kommen da dann rein. Ich habe nur keine mehr. Sonst hätte ich das schon gemacht. Und wie gesagt, diese Upgrade-Geschichten zum Bauen werden automatisiert. An sich brauchen alle dasselbe. Wir können ja von jeder können wir ja ein bisschen was herstellen. Kostet ja nichts eigentlich. Außer so ein bisschen Rohstoff, ja klar. Warte, ich brech mal ab. Und snack mal hier ein bisschen was weg. Genau, dann kann er das instant bauen und in der Zeit schmeißen wir hier den Kram wieder rein. Haben wir irgendwas anderes gesnackt? Nee, ne? Nee. Du kannst auch schon mal rein. Doch, Batterien habe ich noch. Und grüne Karten, die können hier mit rein. Batterie, wo ist eine Batterie? Da oben, genau. Können da auch mit rein, dann läuft das. So, next upgrade, passt. Ja, an sich kriegen wir da schon mal mehr blaue Fläschchen raus. Jetzt haben sogar hier schon recht viele, was? Das reicht mir aber nicht so ganz. Müssen wir mal beobachten. Aber jetzt machen wir erstmal ein kleines Päuschen. Ich denke, wir sehen uns so kurz nach 22 Uhr wieder. Und dann sage ich mal, bis gleich.